Willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Wir werden uns heute mit der Gewinner, mit dem Gewinnergeist, der Gewinnerinnenpose auseinandersetzen und werden einfach mal schauen, dass wir eine innere und eine äußere Haltung erzeugen, um in einen guten Flow zu kommen, in einen Zustand, wo du das Gefühl hast, dass du ganz konzentriert deine Aufgaben erledigen kannst, dass du ohne Ablenkungen einfach wirklich bei der Sache bleiben kannst und natürlich auch Dinge machst, die deiner eigenen Vision entsprechen, die deinen eigenen Zielen entsprechen. Und das werden wir heute mit dieser Meditation mal unterstützen bzw. stärken. Und wir fangen ganz, ganz leicht an mit etwas ganz, ganz Einfachem. Das ist nicht mal, ist jetzt noch nicht mal ein Bild, sondern richte dich einfach möglichst auf, wenn du sitzt. Richte dich einfach mal in deinem Stuhl möglichst auf, also so Schultern nach hinten, Brust raus und Kinn nach oben. Also wirklich mal so, ja, fast wie in einem Superheldenfilm, kann man sagen, so wie die dastehen, Superman, Batman und Co., also so ganz triumphal. Und in dieser Pose schließt du jetzt mal deine Augen. Und dann atmest du mal tief ein und wieder aus und nochmal ganz tief. Und nochmal ganz, ganz tief. Und du kannst wirklich beim Ausatmen auch stoß diesem Atem richtig raus. Mach da ruhig ein bisschen einen Laut dazu, wenn du möchtest. Sehr gut. Und jetzt bleibst du aufrecht sitzen. Vielleicht du musst jetzt die Brust nicht mehr ganz so stark herausdrücken. Aber merk dir diese Position, diese Siegerpose, diese Kriegerinnen-Kriegerpose. Und lass jetzt einfach mal so dieses Bild auf dich wirken, wenn du in dieser Position stehst. Wie sich dein Körper anfühlt. Und wie du vielleicht schon spürst, dass du die Energie in dir aktiviert hast. Nur mal durch diese Pose. Spürst du deine Lebensenergie? Dann erlaube mal, dass du diese Energie fokussierst. Und zwar dorthin fokussierst, wo du genau das Gefühl hast, dass du vielleicht Energie brauchst. Und fangen wir mal beim körperlichen Teil an. Wo hast du das Gefühl, jetzt Energie zu brauchen? Vielleicht bist du irgendwo verspannt im Rücken. Vielleicht im Beckenbereich, vielleicht bei der Hüfte. Vielleicht im Kopf, wo auch immer du diese Energie brauchst, die du gerade aktiviert hast. Erlaub mal, dass sie dorthin fließt. Und dass sie dort jegliche Anspannungen, Verklebungen und jegliche Stressmuster löst. Perfekt. Und spür mal, wie diese Energie sich gar nicht erschöpft. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Energie weniger wird, dann geh nochmal wirklich in diese Pose. Reck dich nochmal durch. Atme tief ein. Und stell dir nochmal so diese Energie, diese Kraft vor. Diese Superheldenpose. Und dann spür, wie du dadurch wieder deine Lebensenergie aktivierst. Dadurch kannst du auch ableiten natürlich, welche Haltung du hast, wenn du eher traurig bist oder unsicher bist. Du wirst die Schultern eher hängen lassen, den Kopf eher hängen lassen, den Blick eher gesenkt haben. Deine Atmung wird nicht zu tief sein, sie wird flacher sein. Und so spürst du dann auch, dass die Energie sich zusammenzieht. Also wenn du dir nur eine Sache von der heutigen Übung mitnimmst, dann
Merk dir diese offene Position und die aktiviert deine Energie. Und während du jetzt meine Worte hörst, spürst du auch, wie sich Verspannungen im Rückenbereich lösen und auch deine sonstigen Themen jetzt ganz sanft energetisiert und bearbeitet werden. Auch dein Chakrensystem gleicht sich aus, dein Körper gleicht sich aus. Und mit dieser Energie geh nochmal in diese Position rein, kannst du nun Ziele verfolgen. Welches Ziel ist dir wichtig und was willst du jetzt, sagen wir mal, bis Ende des Jahres erledigt haben? Welche Arbeiten, Themen willst du abgeschlossen haben? Wie möchtest du dich fühlen, privat, in deiner Beziehung, finanziell? Und stell dir jetzt einfach mal so ideale Bilder vor. Stell dir mal vor, wie zufriedenstellend deine Tätigkeit ist. Stell dir mal vor, wie du einen Kontostand deiner Wahl jetzt in Händen hältst am Ende des Jahres, wo du ganz zufrieden bist. Du kannst dir auch vorstellen, dass du irgendwelche Zeugnisse, Diplome, also Ausbildungen abschließt und du hast den Abschluss in Händen. Auch körperliche Ziele, dass du vielleicht fitter werden möchtest. All das kannst du dir jetzt vorstellen mit dieser Pose. Und spür, wie diese Energie jetzt auch zu fließen beginnt, sich ausrichtet, ganz zielstrebig. Und wie du so ins Tun kommst. Und nun verstärken wir dieses Bild nochmal. Und wir verstärken dieses Bild jetzt mit Freude. Was macht dir Freude? Was ist die Freude an diesen Gedanken, die du gerade gehabt hast? Und bring jetzt mal diese Freude auch in deine Bilder hinein. Vielleicht möchtest du mit spannenden Menschen zusammenarbeiten, inspirierende Menschen treffen. Vielleicht möchtest du mal mit deiner Familie einen Urlaub machen. Was auch immer deine Freude ist. Vielleicht möchtest du jemandem ein Geschenk machen. Gib jetzt noch Freude in dieses Bild dazu. Und nun spüre, dass sich alles um dich herum in Bewegung setzt, damit diese Ziele für dich erreichbar sind. Du gibst Energie frei und machst Energie, lenkst diese Energie zu deinen Zielen hin und rund um dich wird diese Energie frei gemacht. Und die Existenz unterstützt dich jetzt in deinem Tun. Atme mal dieses Gefühl tief ein, dieses ja, du bist gestützt, ja, du bist gefördert, ja, alles regelt sich nach deinen inneren Bildern.
Und das sind inspirierende Bilder, inspirierend für dich, inspirierend für andere. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und bleibst jetzt mal in dieser Energie, in dieser Flow-Energie, in dieser Schöpferinnen-Schöpferkraft. Und erlaube dir jetzt, alles, was dich in deinem Alltag von dieser erhabenen Kraft, dieser erhabenen Energie abhält, abzugeben, abzutrennen. Jegliche Fremdbeeinflussungen, auf die du vielleicht zu viel Wert legst oder gehört hast, fallen jetzt von dir ab. Und du spürst, dass du mit dir selber diese Vereinbarung triffst, in deiner Schöpferinnen-Schöpferkraft zu verweilen. Zweifel oder Zweifler, die von außen zu dir kommen, verweilen im Außen, sie dringen nicht mehr in deine Wahrheit ein. Du bist die Meisterin, der Meister deines Schicksals, deiner Lebensenergie. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus und spürst, dass du bereits auf dem Weg bist, dass du bereits die richtigen Bahnen gelegt hast. Und in dieser Energie kommt nun noch eine Geheimzutat, die das alles nochmal erdet, und das ist die Dankbarkeit. Aus dieser Zufriedenheit, aus dieser Schöpferenergie heraus, sag Danke. Danke für mein Geschenk der unendlichen Energie, welches ich nie wieder unter den Scheffel stellen werde. Welches ich ab heute zu 100% auskoste. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Und jetzt richte dich nochmal ganz groß auf. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch aufstehen, aber Brust raus. Kinn nach oben. Tief ein- und ausatmen. Und spür nochmal die Energie, die Zufriedenheit und die Klarheit. Spür die Kraft, die du aktiviert hast, die dir jederzeit zur Verfügung steht. Dann streck dich mal durch. Beweg deine Arme und Beine. Und du kannst natürlich diesen Energiefluss auch in dein Alltagsbewusstsein mitnehmen und öffne mal deine Augen und komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühl nochmal diese Energie nach. Du siehst also, wie leicht es ist, Lebensenergie zu aktivieren, deine Energie zu aktivieren, einfach nur durch eine Pose. Und ich bin natürlich gespannt auf deine Erfahrungen. Schreib es mir in die Kommentare rein. Lass mir einen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal. Teil das Video, wenn du jemanden kennst, dem du das auch einmal so zeigen möchtest, wie leicht es eigentlich ist, energetisch zu arbeiten. Ich wünsche dir einen schönen Abend aus dem wunderschönen Linz. Bis bald, dein Oliver Jareni. Tschüss.